Willkommen wieder bei German Master Brain und heute review ich einen großen Stinker. Mr. Zyxis. Mr. Zyxis ist wahrhaft einer der schlimmsten Dinger, die ich je gesehen habe. Handlungsmäßig und schauspielerisch mäßig ist diese Serie mehr als nur eine 6-. Diese in Klammern Science-Fiction-Serie versagt auf so viele Ebenen. Es soll eine ernst gemeinte Show wirken, aber es wirkt so unfreiwillig komisch. Ich konnte keine einzige Sekunde ernst gucken und das ernst nehmen, während ich es mir angeschaut habe. Die Serie ist so billig produziert, die Kameraverhältnisse wirken wie aus einem Found-Footage-Film und die Special Effects nun. Es gibt nicht mal richtige Special Effects. Und gerade Special Effects sind wichtig, wenn du einen verdammten Science-Fiction-Film machst. Mr. Zyxis ist nicht mal ein halbwegs aufregender Charakter. Ich meine, was wissen wir? Er trägt zwei verschiedene Socken, er trägt zwei verschiedene Hemden gleichzeitig, er macht Science-Fiction-Kram und das war's. Wow, was für ein Charakter. So tief wie ein flacher Boden. Ich gebe euch den Rat, haltet euch von Herr Zyxis fern. Mr. Zyxis ist eine Serie mit schlechter Kameraführung, schlechten Special Effects, schlechter Handlung, schlechter Schauspielerei, schlechten Hauptcharakter und so gut wie alles ist in dieser Serie einfach nur schlecht. Ich würde mir lieber einen 24-Stunden-Marathon mit Sanji und Craig gönnen, bevor ich eine Sekunde noch Mr. Zyxis ertragen muss. Das tat selbst für meine Verhältnisse richtig weh, das anzugucken. Positiv betrachtet, der Macher und Hauptdarsteller dieses Machwerks hat sich im Laufe der letzten paar Jahre sich hat sich davon distanziert und hat Mr. Zyxis immer weniger auftreten lassen. Und ich bin darüber froh. Denn wow, das ist wahrhaft eine schlimme Show. Eine sehr schlimme Show.